So, hallo zusammen. Heute haben wir eine BMW E46, eine Kompakt, ist ja egal, 46 mit Motor 1,8, Benziner ist 318er eigentlich. Heute ist aufgetaucht der Checkkontroll oder Motorsteuerung. Ja. Haben wir jetzt hier die Diagnose von Topdon, was mal einschalten. Also Motor fährt ganz normal. Also Motor, das Auto fährt ganz normal. Jetzt mal schauen, was für Fehlercode haben wir. Erstmal einstecken. Also, wir haben eingesteckt. Also, könnt ihr mal schauen. So, Motormeldung bleibt an. Jetzt mal schauen, was wir hier haben. Also, mal probieren. Diagnose. Auto. Ja, okay, dann müssen wir manuell suchen. BMW. Mal automatisch suchen, probieren wir mal. Entwickelt. Kilometerstand 225.000. Könnt ihr mal schauen? 225.340. Ja. Genau, gibt es auch hier.
E46, 3er, ist eigentlich eine 316er Ti, ja, ist aber 1,8 Liter Motor. N42 Motor, Kennbuchstaben. Gut, jetzt nächster Schritt. Schnelltest. ECM. Ein Fehler. Da wollen wir hin. Eigentlich. So, wir haben nur den ECM, Motorsteuergerät mit Fehler. Jetzt mal schauen, was. Wie gesagt, Auto funktioniert ganz normal. Fehlercode lesen. 272C Additiv Gemischadaption Bank 1 Regelgrenze erreicht. Was soll das sein? Keine Ahnung. Ist mit Gelb, also nicht mit Rot. Wie gesagt, Auto funktioniert ganz normal. Könnt ihr mal schauen. Warte mal. Guck mal. Zieht auch ganz normal. Alles klar. So, alles ist sauber eigentlich. Was soll das sein? Wenn ihr Ideen oder Erfahrungen wegen das habt, keine Ahnung. Ich werde auch mal ein bisschen googeln und mal schauen, was meint das? Vielleicht Lambda oder keine Ahnung. Aber ich gehe in die Richtung von der Lambda-Sonde. Jetzt probieren wir mal löschen. Okay. Löschen. Okay, löschen beendet. Und ist er weg. So, Leerlauf ist ein bisschen unruhig. Jetzt habe ich gelöscht. Sieht aus, das bleibt so. Jetzt mal schauen, ich fahre noch ein paar Tage und mal schauen, wann wird wieder an sein. Aber ich bitte euch, wenn ihr welche Ideen habt, was das Fehlermeldung kann sein, bitte in die Kommentare reinschreiben. Dankeschön. Probieren wir mit Klimaanlage, ob Leerlauf wieder ruhig wird. Und sieht so aus, guck mal, mit Klimaanlage an, Leerlauf ist wieder ruhig. Und nicht mehr so niedrige Drehzahlen. Also, danke schon und ich bitte euch, sagt ihr
Was für Erfahrung habt ihr mit diesem Fehlercode? Ich habe keine Ahnung. Ich gehe davon aus, dass Lambda-Sonde oder in die Richtung ist. Danke für Unterstützung.